Hallo Zelda-Fans und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Link's Awakening. Mein Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schauen uns nochmal kurz auf der Karte um. Und zwar in der letzten Folge haben wir ja wie so eine kleine Zwischenfolge gemacht zwischen den ganzen Dungeons und der Story und den ganzen Rätseln und so weiter und so fort. Sind sogar so weit gekommen, dass wir jetzt hier, haben wir die Schnellreise aktiviert haben, ne, mit allem drum und dran. Das ist zum Beispiel unser großer Schnellreise-Pod. Da können wir uns im Prinzip draufstellen. Und dann gibt es hier überall in der Welt von dieser Insel gibt es hier so kleine Schnellreisepunkte, wo man dann ganz, ganz schnell mal hinreisen kann. Ich sag mal, unser Weg wird uns jetzt hier an den dritten Dungeon führen. Ich bin mal gespannt. Da können wir hier den Felsen beseitigen und dann laufen wir hier runter. Und dann bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. Aber davor, meine Lieben, machen wir was anderes. Und zwar gibt es hier eine kleine Sammelquest. Mit der Sammelquest, das weiß ich noch, mit der Sammelquest gab es ja auch irgendwas war hier in der Sammelquest. Und zwar schaut mal, hier gibt es den Yoshi zu gewinnen und jetzt mittlerweile auch in der Mitte eine Muschel. Ich würde jetzt gerne mal versuchen, den Yoshi zu holen. Ne? Ein Spiel, 10 Rubine, gehen wir mit. Weil mit dem Yoshi, da kann man so eine Art Tauschgeschäft machen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, X nach hinten und A nach rechts. Na, drück die Daumen. Ah, hat schon mal die richtige Höhe, richtige Richtung. Fall bitte nicht raus. Fall einfach bitte nicht raus. Das wäre ganz nett. Und da hinten steht, da hinten läuft auch noch ein Sack hin und her. Ne? Da könnten wir uns vielleicht auch noch holen. Nee, alles gut, reicht schon. Vielen Dank. So. Und dann habe ich noch was mit euch vor, mein Lieben, heute. Kommen wir aber gleich dazu. Es macht so einen Spaß, dieses Spiel in diesem kleinen, ich sag mal, in diesem kleinen verbesserten, ich sag mal, also einfach nur runden Grafikstil. Es macht so, so riesen Spaß. Und hier geht's los. Ui, du hast ja die Yoshi-Puppe geholt. Oder wir haben uns die geholt, mein Lieben. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Und jetzt geht das los mit diesem ganzen Tauschrätsel. Und zwar schauen wir nochmal auf die Karte drauf. Hier oben dieses Haus, dieses zweiflutige Haus mit diesen zwei Eingängen, da muss man hin. Und warum? Weil da oben eine Mama, ja, die Mama von den kleinen Kids, hockt. Und die möchte halt unbedingt so eine Yoshi-Puppe haben, weil ihr Jüngstes schreit danach. Ich kenn's ja. Na, hier. Oh, schenkst du meinem Kind die Yoshi-Puppe? Sehr gerne. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Ich gebe dir das für die Puppe. Du hast deine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife eingetauscht. Bestimmt kannst du dir auch irgendwo die Schleife tauschen. Ich würde jetzt Folgendes machen. Wir geben jetzt erstmal den Hund ab. Ich glaube, im späteren Spielverlauf könnten wir uns den Hund sogar wiederholen. Ja, das ist bloß, wie gesagt, Ewigkeiten her. Jetzt gehen wir erstmal zu Madame Miu Miu nach Hause. So heißt die hier übrigens. Die heißt tatsächlich so. Und hier... Merci, danke. Es war ja so süß von dir, dich um den kleinen Komet zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir das jemals danken? Ah, ich weiß. Schmatz. Du hast einen Kuss von Madame Miu Miu erhalten. Du Glückspilz. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass es dem Hund wieder gut geht. Hier draußen. Ja, ne, dem geht's wieder gut. Also alles schick. Das ist hier seine Hundehütte, glaube ich, oder wie das war. Sag mal einfach mal eine blöde Frage. Kann man hier graben? Ich habe mich weg. Aber das hier können wir nicht hochheben, ne? Können wir das mit der Bombe aufspringen? Oh Gott. Weg! Nee, geht nicht, okay. Es hätte ja sein können, dass wir hier was finden. Also ein Rubin ist schön, aber. Ja! Man muss echt in diesem Spiel überall suchen. Da gibt es so, so viele Zaubermuscheln. Okay, probieren wir das mal. Hey, das funktioniert nicht. Gut, schade, dass wir die nicht anheben kann. Schade, dass wir hier nicht buddeln kann. Und eine Bombe nützt ja auch nichts. Das heißt, wir müssen hier leider wieder raus. Ne? Sehr, sehr schade. Aber ich weiß nicht mal, für wen war denn die Schleife? Gehen wir mal rein und fragen sie nochmal. Vielleicht redet die nochmal mit uns. Hi! Hier, wenn du nochmal jemand käme, der ein Schleifchen besitzt, dem würde ich gleich die Hundehütte nebenan weiterschicken. Ha! Hammer! Mein kleines Schnüppchen sehnt sich nach einem neuen modischen Accessoire.
Müssen wir das ausrüsten, das wir ihr geben? Hier. Ach! Stopp! Stopp, Moment. Deine Belohnung dafür? Was war das gerade? Dass du die Mutter der Vierlinge aufgehalten hast. Wenn wir jetzt hier reingehen und vielleicht mit dem kleinen Hund reden. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen, ich liebe dieses Zeug. Und diese Schleife, ich brauche sie sofort. Gib sie mir, ich gebe dir auch eine Dose Hundefutter. Hier ist die Dose Hundefutter. Alles klar, du hast die Schleife gegen Hundefutter eingetauscht. Und jetzt rennt der kleine Hund mit der Dose Hundefutter rum. Und jetzt, mein Lieben, jetzt haben wir das hier soweit erledigt. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir laufen jetzt nochmal in den ersten Dungeon. Könnt ihr euch ungefähr noch dran erinnern, wo diese Wand war? Dass man nur mit Bomben hat aufgekriegt? Das versuchen wir jetzt. Aber davor nehmen wir mal das Zauberpulver raus, weil das ist ja wertvoll. Und da haben wir nur noch 8 solche Aufladungen. Und wir, meine Lieben, laufen jetzt erstmal am Strand Richtung dieses Gebäudes hier drüben. Und ich glaube, dass der hier dieses Hundefutter wollte. Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist genau diese Dose Hundefutter, fehlt mir in meiner Sammlung. Hier, gib das sofort her. Klar, das fehlt in der Sammlung, ne? Schmatz, Schmatz, Rülps. Erstmal gut, das ist mal kein fairer Tausch, aber hier hast du ein paar Bananen. Und diese Bananen brauchen wir jetzt. Soweit ich... Ne, Moment, kann man die Bananen noch irgendwo eintauschen? Ah, ich weiß es nicht mehr. Also, das mit dem Hundefutter, bis hierher weiß ich es noch. Das habe ich bis hierher oft genug gespielt. Aua. Zuerst wirft er mir seinen Mist entgegen und dann denkt er wahrscheinlich noch, er kann abhauen, ne? Okay, jetzt machen wir hier hoch. Laufen wir rein in den ersten Dungeon. Und dann bin ich mal gespannt, was es in dem Raum gibt, den wir nur aufsprengen können. Mit Hilfe einer Bombe. Rüsten wir schon mal aus und dann laufen wir mal rein. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also. Hallo, hier ist der Wurmpalast. Rein in die Karte und dann haben wir ja hier, schaut mal, da müssen wir hin. Also, gerade Westen, Norden. Also das heißt Norden, Westen, Norden. So versuche ich mich immer so ein ganz kleines bisschen diesen Dungeons zu orientieren. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht. Ich mache es immer so, damit ich nicht den Überblick verliere, weil die Dungeons, die werden halt immer komplexer. Ne? Aber geil. So, hier ist mal noch so ein Minimal-Turm. Ich hätte es auch gefeiert, wenn wir gegen alle Gegner nochmal antreten würden. So, wir sind... Oh, das ist einfach so eine Truhe. Mal sehen, was da drin ist. Eine Zaubermut... Wie solche Muscheln haben wir jetzt schon? Das sind ein bisschen schon 7 Stück. Macht was her. Gut, mein Lieben. Oh, nee, das war der falsche. Drückt man lieber gleich mal weg und deponiert die Schaufel. Ich deponiere an diesen 2 Knöpfen eigentlich immer Items, die ich unendlich oft verwenden kann. Alle Items, die Aufladung haben, das geht bei mir meistens schief, weil ich da immer wieder drauf komme. Ich drücke dann immer wieder auf den Knopf drauf und denke dann, ach Zanto, wieso machst du es nicht wie immer? Es ist tatsächlich so. Ach übrigens, kennt ihr schon den Luftschlag von Link? Ihr könnt in der Luft, könnt ihr auf die Gegner draufhauen. Ne, das geht, also hier in der Luft rein. Alles kein Problem. Übrigens, habt ihr schon mal gewusst, wie wir an die Äpfel rankommen? Da gibt es auch eine Möglichkeit. Haben wir aber leider noch nicht die Fähigkeit. Aber im Laufe des Spieles schaffen wir auch das. Okay. Mein Lieben, wo geht's lang? Dann würde ich sagen, hier am Krämerladen vorbei, Richtung Osten. Und dann sind wir hier draußen und dann laufen wir mal, ich würde sagen, wir laufen dann hier runter am Wurmpalast mal unten lang. Oder was haltet ihr denn davon? Ich würde das gerne mal probieren wollen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Es geht wieder Richtung das nächste Dungeon. Freut mich riesig. Es gibt auch irgendwo einen Laden, weiß ich noch,
wo man diese Muscheln eintauschen konnte. Aber Moment, was hat denn der Kollege hier mal wieder im Angebot? Denk dran, der hat auch Pfeil und Bogen im Angebot, wie das war. Aber das kostet richtig viel. 980 Kohlen. Und das Herzteil für zwei... Ja. Mhm. Klar. Beim nächsten Mal. Okay. Ich glaube, hier waren wir schon drin. Ja. Ja. Alles gut. Moment, auf euch. Und weiter geht's. Wir müssen in südliche Richtung. Schaut mal, die Dinger können jetzt sogar dann mittlerweile schon fliegen, ne? Also, das hier könnten wir auch überqueren. Aber hier... Nee, Moment, hier können wir zoomen, ne? Ach so, das war das mit dem Zoomen. Hier gibt es ganz, ganz viele... also da können wir nicht mit einer Feder drüber springen. Da brauchen wir noch ein Item. Und hier gibt es halt den... Ja. Oh, das ist Quatsch hier gewesen gerade. Ja, bringt nichts. Hat keinen Sinn. Wir müssen... Wenn, dann müssen wir von der anderen Seite hier ran. Oh, das ist ein Fünfer. Nehmen wir mit. Danke. Können wir das Schild zertrümmern? Ansehen. Von dieser Seite kannst du es nicht lesen. Na gut. Hier gibt es wenigstens mal ein Gebäude, wo wir rein können. Mal gucken, was der hier im Angebot hat. Ansehen. Richards Villa. Oh, Richards Villa. Was ist Richards Villa? Schloss Kanalett. Ach, das war das mit dem Schloss. Oh, jetzt wird's lustig. Und ich schaff's halt immer noch, ne? In diese Vertiefung rein. Schaut mal, das ist hier tatsächlich ein kleiner Prinz. Schaut mal, wie schön das sich eingerichtet hat hier in dem Haus. Gefällt mir richtig gut. Also, halt, das Problem ist halt dran, nur so zwei, drei kleine Fenster. Aber alleine mit den Kerzen. Schaut mal, wie süß das eingerichtet ist. Ich finde das so geil. Dieser Schrank, dann diese riesengroße Pflanze. Du untersuchst das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. Hier gibt es noch ein Bett. Schaut mal, so ein schönes King-Size-Bett. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schönes Sofa. Hier hat er noch einen Tisch. Schaut mal, das ist so ein kleiner... Wie soll ich das sagen? Der wird sich wahrscheinlich mal so nebenbei ein Hobby gesucht haben. Hier hinten. Schade, wir können nicht vorbeispringen. Schaut mal, hier hinten auf den Tisch die Karte. Ja. Oha. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Dort dann wurden die Diener von Monstern verzaubert und ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Ich musste in meine Villa fliehen, also hierher. Doch, er ist auf der Suche nach etwas. Ich kann ihm vielleicht helfen. Aber erst möge mir er das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Machen wir. Großartig. Genauer gesagt handelt es sich um 5. Und ich will sie alle. Vergesse ja nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Viel Glück. Das ist story-relevant, meine Lieben. Das ist tatsächlich story-relevant. Und dann gehen wir mal los. Also, wir müssen ja hier hoch. Das nützt ja alles nichts. Da ist ein Herzteil. Oh, da ist ein Herzteil. Wir kommen nicht hin, ne? Ja, das ist dieser Garten. Und hier kommen wir dann hoch. Ach, vielleicht kommen wir dann hier wieder runter. Ich glaube, das Teil konnte man zertrümmern. Wie es dann hier weitergeht, kann ich euch beim besten Willen sagen. Ich glaube, hier am Telefongebäude vorbei. Hier oben gibt es... Ah, das muss man dann auch mal untersuchen. Also hier rüber kommen wir nicht. Da brauchen wir dann auch ein anderes Item dafür. Hier unten könnte man nochmal probieren. In die Höhle kommen wir auf jeden Fall rein. Das passt. Das ist die Urunga-Steppe. Das wurde uns ja gesagt, ne? Wir müssen auf jeden Fall in die Steppe rein. Au! Mensch! Ansehen. Schloss kann er nicht 5 Minuten. Schade. Ich hätte es ja noch... Ja, es ist tatsächlich so. Also. Wenn wir... War das mit der Bombe? Moment. Wir deponieren und in Deckung. Ja, das geht. Ich glaub's nicht. Okay, geil. Okay. Ich hab's gewusst. Das ist Zufall, aber ich hab's gewusst. Da muss irgendwas unten drunter liegen.
Also, was ist das hier? Oh, auch noch was Schönes. Das war's für uns hier. Schade, dass es so ein Geräusch nicht mehr gibt, ne? Das ist aber schön. Dankeschön. Was hast denn du für ein Problem? Dir geht's ja noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst. Dir geht's ja noch... Ja, dir geht's doch ganz gut. Aha. Mhm. Klar. Ja. Was bist denn du hier für einer? Was war denn das? Das sind jetzt zwei? Das ist nicht euer Ernst. Hier gibt's noch was. Schaut mal. Gehen wir mal da rein. Da waren wir, da oben waren wir. Aber dass wir das hier nicht gesehen haben. Aber es ist egal. Gehen wir mal rein und gucken. Oha! Was gibt's denn hier? Ansehen. Das ist ein seltsames Objekt. Irgendwie muss ich doch das aus dem Weg räumen lassen. Ich glaube, mit dem Kraftarmband geht das nicht. Nein, das geht nicht. Wir brauchen da was anderes, glaube ich, dafür. Das geht auch nicht mit Bomben. Ich will nicht zu viel verraten. Ich will wirklich nicht zu viel verraten. Aber lasst euch das gesagt sein, man braucht da ein anderes Item dafür. Wir könnten uns ja zur Not, die Höhle hier, die könnten wir uns ja anpinnen mit A. Einfach so ein Pin hinmachen, ne? Das passt ja. Einfach mal schnell so ein Herz hingesetzt. Passt. Geil. So, die Bomben nehmen wir raus, weil da haben wir nur noch 3 Stück davon. Ich glaube, wir werden die alle bestimmt irgendwann wieder brauchen. Bleib doch stehen und lass dich... Bleib stehen und lass dich töten, bitte. Wäre schön. Achtung, der ist übelst gefährlich. Der mit seinen Bomben. So, hier gibt es das Telefonhäusel. Och, Spinnen! Wo laufen die denn hin? Ach, die laufen nirgendwo hin. Alles klar. Schlosskanalett, 50 Schritte. Geil, nehmen wir. Ich würde aber gerne nochmal... Das machen wir auch. Wir laufen jetzt mal in den Süden. Boah, da sind ja nur Gegner, ja? Und falls... Was bewachen die denn hier oben? Was gibt's denn hier Tolles? Da unten steht auch jemand. Da unten steht auch jemand. Moment, ich möchte euch mal zeigen. Schaut mal. Da! Was ist denn das hier? Buddeln. Das ist so ein Schnellreisepunkt. Ach, hier oben war das. Okay, ja. Boris Hütte. Muschel. Ach, das ist doch Muschelbazar. Okay, dann gehen wir hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was es hier gibt. Jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es hier überhaupt irgendwas? Was ist denn das? Boah, ich wüsste nicht mehr, jetzt ganz ehrlich, ich wüsste nicht mehr, wie das aussieht. Ich bin der Muschelgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Finde alle versteckten Zaubermuscheln, betritt danach die Plattform, um das perfekte Schwert zu erhalten. War das damals auch so? Du solltest wohl mit vielen Zaubermuscheln im Gepäck wiederkommen und dich auf die Plattform stellen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Keine Ahnung. Wie viel haben wir denn? Ah, okay, das ist... Ein Herzteil, geil. Danke. Danke. Schön. Also, Stufe 1 haben wir, ne? Ihr seht's. Das ist der Muschelbazar, mein Lieben. Das war der Muschelbazar. Unglaublich. Schön. Wir müssen jetzt hier rein. Ich will jetzt hier rein. Moment, davor müssen wir nochmal hier gucken. Zoldorf nach Osten, Zwergenbucht nach unten. Also, entschuldigt bitte, Zwergenbucht in den Süden. Aber da kommen wir ja gar nicht rein, da müssen wir ja schwimmen. Wenn wir nur eins machen, wir prügeln uns mal hier durch. Oh, da sind wieder die Bombenspucker dabei. Au! Schild, Schild. Link, mach das Schild raus. Also hier kommen wir zumindest mal hoch. Hier können wir nicht rein. Wir können doch nicht schwimmen. Nee.
Habt ihr das Geil. Geil. Nehme ich mit. Geil. Okay. Hi. Ach so, das gibt es. Ach so, okay. Alles klar. Schöne Mechanik. Sind die jetzt alle so? Ja, die sind alle so. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch irgendwo anders Bomben herbekommen, aber schaut mal, das ist wieder eine freispringbare Wand. Ich glaube das alles gar nicht, das gibt's doch nicht. Okay. Wir kommen schon irgendwie dort raus. Hier drüber springen. Hier hinten gibt es nur einen Blob, egal. Hier unten wird noch, ja, ich wollte gerade sagen, wird noch ein Blob auftauchen. Entweder das Teil nach vorn und das Teil nach. Jawohl, okay, hier. So kommen wir raus. Okay, geil. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Moin! Ach so, hier kommen wir oben raus. Sollte das. Ach so. Ich wollte gerade sagen, sollte das hier irgendeine Bewandtnis haben? Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich müssen wir hier mal ein bisschen buddeln. Gerade. Ich buddel. Ist mir egal. Irgendwas finden wir hier. Das hier ist nie umsonst. Man konnte mir wirklich nie umsonst hier hoch. So, was sagt denn die Eule? Geheimnisse der nahen Erde. Pass auf. Nee. Geil. Also ich gehe in den Muschelbasar, würde ich sagen, gehen wir erst wieder rein, wenn wir so 10 Muscheln oder so haben. Ne? Ja, es gibt noch ein Herz, es gibt noch Herzen und so weiter und so fort. Würde mich mal interessieren, was es hier noch ganz oben gibt, aber wahrscheinlich werden wir das nie erfahren. Und wir müssen wieder rein, ne? Ja. Also, sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht. Wir kommen ja auch relativ einfach wieder zurück. Ich sag mal, die Spieleentwickler haben ein Herz mit uns, dass man zumindest. Oh. Dass wir zumindest auf einer Seite uns schneller rausbewegen können. Ne? Das ist ganz, 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 ganz nett. Ja, ich hab's gewusst. Okay. Dann packen wir den. Okay, das ist da. Hier kommen wir wieder ins Wasser. Strom ist klar. Alles klar. Was ist denn das hier? Geil, wieder ein Schnellreisepoint. In der Zwergenbucht. Okay. Kommen wir hier wenigstens irgendwo. Schaffen wir nicht. Also hier kommen wir, also so kommen wir hier nicht raus. Keine Chance. Okay, Telefonhäuser ist da. Hier kommen wir auch nicht weiter. Also es könnte alles, also hier könnt ihr alles vergessen, nacheinander. Das Einzige, was ich mal vor. Ja! Okay. Da unten liegt ein Herzteil. Sollten wir uns das vielleicht anpinnen? Hier. Machen wir einen Pin rein, oder? Machen wir wieder ein Herz rein. Passt doch. Ich glaube, das hier ist der vierte Dungeon. Ich weiß aber nicht genau. Aber ich weiß, was wir da dafür brauchen. Ich glaube, so eine Schuppe von so einer Meerjungfrau brauchen wir da dafür. Irgendwie so war das. Und man muss dort hier, irgendwie muss man ran an diese Meerjungfrau. Und dann bekommt man das. Irgendwie so war das. Weil der Dungeon ist nämlich auf. Und wisst ihr warum? Man muss hier tauchen. Man muss hier tauchen, um in den Dungeon reinzukommen. Irgendwie so war das, weil der Dungeon ist größtenteils unter Wasser. Schaut mal, die da drüben, der fehlt, glaube ich, was, ne? Irgendwie so war das. Ach, dieses tolle Spiel. Und jetzt in dieser Grafik, das nochmal überleben zu dürfen, war ich mit euch zusammen. Sehr, sehr geil. Es ist nicht euer Ernst, wollt ihr hier wirklich noch diesen Mist auf mich drauf? Ich habe euch nichts getan, ich will eigentlich nur weg hier. Und ihr werft trotzdem diesen Mist noch auf mich drauf. Ist nicht euer Ernst jetzt.
So, okay, dann sind wir mal wieder hier. Ach, wir können nicht schwimmen. Es funktioniert nicht. Wir können nicht schwimmen. Wir müssen uns... Da gibt es wahrscheinlich irgendwo gibt's dann was Tolles, dass wir mal schwimmen dürfen. Aber bis jetzt absolut keine Chance. Wir können nicht schwimmen. Das Einzige, was wir hier noch machen können, ist hier in nördlicher Richtung zu laufen, Richtung dieses Schloss. Was anderes fällt mir jetzt einfach nicht ein. Schloss Canalet. Hallo? Hallo? Toll. Wie kommen wir hier rein? Ach, ist jetzt nicht euer Ernst, Freunde. Müssen wir mal gucken. Also, das ist das Schloss. Von oben? Da kommen wir noch niemals hin. Schaut mal. Hä? Das war der zweite Dungeon. Hier oben ist der Uhu. Da gibt es noch diese Höhlen. Hier ist der zweite Dungeon. Da könnten wir zur Not hoch, aber das bringt nichts. Da ist nur das Windfischei hier oben. Und da geht es, glaube ich, weiter, aber das glaube ich, noch ein Dungeon. Hier ist noch ein Teleport-Point. Geil. Aber wie kommen wir denn da hin? Hä? Okay, ich komme gerade... Hier kommen wir auch nicht weiter. Vor allen Dingen... Na gut, laufen wir mal außen rum. Also so weit außen rum können wir... Wir können dann nochmal an den Friedhof gucken. Hier oben kommt man ja nicht hin. Also hier gibt es keine Möglichkeit, hier hochzulaufen. Nee. Hier rüber kommen wir auch nicht. Oh, na gut, das wird... Na, laufen wir mal hierher. Was bist denn du für ein kleiner Mann? Hallo? Bananen, Bananen. Kiki will sie ja... Ach! Das ist es mit den Bananen. Ich glaube das gar nicht. Kiki freut sich Affen. Ich glaube, die bauen jetzt irgendwie hier einen Ponton drüber oder irgendeine Brücke oder irgendwas basteln die. Pass mal auf. Ich glaub's nicht. Ist das geil? Alles klar. Geschäft erledigt, weg mit Affenzahn. Kiek, kiek, kiek. Ist klar. Und wir haben ja einen Stock gefunden, den einer der Affen zurückgelassen hat. Jetzt gehört er mir. Mit dem Stock musste man auch irgendwas machen. Also ich sag mal, die Sammelquests waren bis hier ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das, was hier jetzt danach kommt, das ist eher so ein kleiner Bonus oder irgendwas war das. Die Sammelquest geht aber noch ganz, ganz lange weiter. Beziehungsweise diese kleine Tauschgeschichte. Ne? Hier, ich glaube, mit dem Stock muss man dann auch was ganz Besonderes machen. Ich kann auch schon grob ahnen, was. So, meint ihr oder glaubt ihr, dass hier unten irgendwas drin ist? Schaut mal, was es hier drüben gibt. Da gibt es Pfeile und Bomben. Wie kommt man denn da rüber? Ah, gar nicht. Aber so wie es aussieht, gibt es hier einen Dungeon. Hä? Hier einen Totenkopf. Hier gibt es ein Dorf. Ich glaube, da gibt es einen Dungeon. Hm? Mindestens einen. Also hier oben gibt es noch den Turm, das weiß ich. Da gibt es den übelsten Endboss. Hier gibt es noch einen Dungeon, hundertprozentig. Das war's aber, ne? Nee, ich glaube, hier gibt es noch einen. Hier oben gab es, glaube ich, auch noch einen. Egal, das finden wir schon raus. Also, wir sehen jetzt zumindest mal vier Dungeons. Was heißt das, vier Dungeons? Wir waren hier in dem Wurm-Dungeon drin. Dann waren wir hier Nummer 2 in der Djinn-Grotte, die ist hier oben. Dann haben wir hier die Nummer 3. Das ist da, wo wir jetzt hin wollen. Das ist ja der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich habe gar keine Ahnung gerade mehr. Und dann haben wir hier unten, ne, hier den, ich sag mal, den Wasser-Dungeon, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und das ist, glaube ich, der Schleim-Dungeon oder irgendwie so, ach, ich weiß es einfach nicht mehr genau. So, hier wird mir dann geholfen. Ach ja, man braucht die Schwimmflossen. Genau, um hier hochzukommen. Okay, das funktioniert nicht. Ah, sehr schön. Ja, buddeln könnten wir schon mal, aber ich glaube, das bringt ja nichts. Zaubermuscheln 10. Also mit 10 Stück könnten wir dann nochmal auf diesen Bazar drauf. Warte. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob das... Ich
habe absolut keine Ahnung. Oh Gott. Was läuft denn hier rum? Habt ihr das gesehen? Oh Mann. Was läuft denn da rum? Oha. Kriegen wir hin. Mein Lieben, kriegen wir hin. Haben wir überquert. Jetzt sind wir im Innenhof. Moin. Oh Gott. Ah. Ja, nehmen wir. Geil. Ein Schlag weg. Heben. 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 Gibt's leider nichts. Buddeln. 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 Ich habe irgendwie vielleicht so einen miesen Verdacht, dass die Dinger hier unten drunter sind. Schön hinten. Schön reingehämmert. Also ich weiß noch, ein paar solche Blätter müssen hier draußen gewesen sein und ein paar Blätter müssen irgendwo drin sein. Wir müssen aber erstmal draußen alles durchforsten. Okay, die brauchen alle zwei Schläge. Okay, wo sind die goldenen Blätter? Moin! Da ist es! Okay, Nummer 1. Sehr schön. Okay, das war ein echt mieser Gegner. Bin ich ehrlich. Ich hatte wirklich fälschlicherweise gedacht, dass draußen zwei sind. Vielleicht hier? Nee. Und wie kommt man jetzt an den... Moment. Ah! Ach, ich... Alles klar, dankeschön. Ja, das muss ja einen erstmal irgendeiner sagen. Kill doch den Vogel, Mensch. Ich glaube, das war's. Und wenn, dann haben wir wahrscheinlich eins vergessen, aber das ist egal. Jetzt gehen wir erstmal rein. Und gucken uns drin erstmal um. Guck mal. Ich glaube, die können wir mit Zauberpulver killen, die Dinger. Und die hören auch nicht auf, ne? Mein Lieben, ob ihr es glaubt oder nicht, in The Legend of Zelda lohnt sich's immer, alle Gegner killen. Ich sag so, wie es ist, mit erstmal alles weg. Das war schon mal Nummer 3. Aua. Was passiert, wenn wir... Ah, sehr schön. Gut, es scheint so, als hätte sich das Bulldog geöffnet. Das ist gut. Das ist echt gut. So. Wir müssen hier weiter. Bin gespannt. Ich bin gespannt, wo wir noch hinkommen. Ich bin gespannt. Also. Oh nein. Haben wir noch genügend Bomben? Schaut mal, die Dinger hier, die sind marode. Da könnte man, glaube ich, eine Bombe durchlegen und dann kommen die. Irgendwie so war das. Ja, ich hab's gewusst. Das ist eins. Geil. Ich muss trotzdem noch die andere Seite nehmen. Weil wenn da noch eine Muschel drin ist und ich die jetzt nicht krieg, nur weil ich jetzt so geizig war, die letzte Bombe auszugeben. Nee, mach mal nicht. Dann lieber holen wir uns den.
Ja, dann ist es halt so. Da haben wir halt keine gekriegt, aber wir haben zumindest mal alles gekillt. Was ist denn das für ein Typ? Das ist einer mit einem Morgenstern. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Wir haben keine Bomben mehr mit. Oh, Mist. Nein, wir müssen dort rein. War klar. Ich glaube, das ist der letzte. Ich glaube, das ist dann der Gegner. Geil. Eine. Wenigstens eine. Die werden wir dann schön gegen den einsetzen, gegen den Freund hier. Geht nicht. Oh nein, aufsprengen. Wirklich? Und wie kriegen wir das Teil jetzt auf? Okay, wie kriegen wir das Teil jetzt auf? Jetzt haben wir halt eine Bombe investiert, ne? Mist. Müssen wir den irgendwie wenigstens eine Bombe runterwerfen, oder wie ist das? Oder müssen wir... Nee. Jetzt ist die Tür auf. Warum ist denn jetzt die Tür auf? Hä? Nochmal. Einfach nochmal rein. Sollten wir hier Zugang zu Bomben bekommen? Okay, versteht ihr das? Du kommst hier rein? Und die Tür geht zu. Ach! Ja, eine Bombe. Jetzt holen wir uns erstmal 2, 3 Bomben. Einfach wieder raus und wieder rein. Ihr kennt ja das Spiel bei Zelda. Das wird immer wieder refreshed, die ganze Geschichte. Ich weiß, an was es liegt. Wir holen uns einfach nur mal 2, 3 Bomben und dann zeige ich es euch. Das ist eigentlich ganz einfach. Da muss man aber erstmal drauf kommen. Man muss einfach nur drauf kommen. Ich würde mal gerne hier noch 5 Bomben insgesamt holen. Jetzt haben wir mal noch 3. Jetzt gehen wir noch 2-mal rein, holen uns die 2 noch. Und dann sagen wir mal mit 6 Stück gehen wir dann auf und drauf. Und dann... Da muss man erstmal drauf kommen. Man muss da erstmal drauf kommen. Aber genial gemacht. Genial gemacht, muss man immer wieder sagen. Diese kleinen Mechaniken trotzdem ausgenutzt. Dieses Symbol da oben an der Tür, mal so ein kleines Rätsel für euch, wenn ihr Bock drauf habt. Dieses Symbol oben an der Tür, kommt euch das bekannt vor? Es ist das, was ich meine. Was es ist, was ich denke. Das klingt sehr komisch, aber genau das ist es. Die Vase nehmen und die Tür aufmachen und schon geht's los. So, jetzt haben wir hier irgendeinen. Boah, das ist ja übel. Wir haben es geschafft. Okay, das war ein bisschen härterer Brocken. Aber geil, wir haben alle 5. Jetzt solltest du nochmal wegen... Genau. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal nach Richard schauen. Gehen wir mal runter. Schade. Aber hier drüben gab es, glaube ich, noch ein Herz, ne? Genau, das gönnen wir uns, das nehmen wir uns noch mit. Dann können wir hier auf der rechten Seite, gleich hier auf der Ostseite, hier oben am Plateau, können wir gleich runterspringen. Bam! Und da ja hier jetzt das Brett auf ist, können wir ja hier runterlaufen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo hier der Richard war. Der war hier. Das heißt, nach Westen, nach Südwesten einfach runter, ne? Also, gehen wir nach Südwesten. Aber, sag mal, ist das dein Ernst, dass du immer noch diesen Mist auf uns schießt? Nein, nein, nein. Nein, das ist eine Fee.
glaube, die hat gleich mal unser ganzes Life aufgefüllt, oder? Geil, das hat sich gelohnt. Also merkt euch, die Dinger bestäuben. Die Dinger definitiv bestäuben mit diesem Zauberpulver. Und schon seid ihr hier auf der sicheren Seite. Herzteil, da oben wäre noch eins, dann hätten wir nur zwei. Schade. Nein, 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 Link. Ja, okay, alles klar. Immer wieder dasselbe. Ich habe echt gedacht, dass wir hier irgendwie... Ja, wir haben immer noch 10, ne? 10 Muscheln haben wir. Ich meine, wir könnten uns noch mal hin teleportieren. So schlimm wäre es ja nicht. Der Teleportpunkt ist, glaube ich, relativ nah. Ja, genau, der ist über dem Dungeon hier oben. Und ja, das Ding haben wir doch zerstört. Egal, jetzt gehen wir mal rein zum Richard und geben ihm mal die 5 Teile und dann bin ich mal gespannt. Hi! Ah, sehr gut! Er hat alle Blätter finden können. Schiebe diese Statue hinter mir zur Seite und er findet, was er gesucht hat. Und wisst ihr was, meine Lieben? Was es dort unten gibt im Keller und ob wir an den Schlüssel kommen, das erfahren wir von hier aus in der nächsten Folge. Bis hierher vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge The Legend of Zelda Link's Awakening. Hier vielleicht Richtung den dritten Dungeon. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.